dann ist er noch. Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt. Oh, drunter tun Sie es nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, Autor eines Buches zu sein. Es ist furchtbar. Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst. Ich schreibe ja. Schreib mehr. Dann wird es nicht gut. Menschen werden das lesen. Das hoffe ich. Und sie werden sich fragen, wer ist dieser Kafka? Sollen sie. Herr Dr. Kafka, Ihr Vater. Ich kann es nicht mit ansehen, wie der Bursche frischt. Ich kann es nicht sehen. Was für ein Jenseiter, du Spichlal. Schau, der Herr tötet sich. Ich will ihm aber nicht mehr zuhören. Ich will ihm endlich nicht mehr zuhören müssen. Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingeweckt. Gregor? Gregor? Gregor! Da hat er sich, mein Herr Sohn, zum Heiraten entschlossen. Weil sie die Röcke so gehoben hat, die widerliche Gans. Und so gehoben hat. Für sie ist das ein Buch. Aber für uns war es unser Leben.